Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um einen Squad Battles Glitch, den ich bisher auf YouTube noch bei keinem anderen YouTuber gesehen habe und der funktioniert zu 100% und perfekt. Ihr müsst danach nichts mehr machen im Spiel, ihr müsst das Ganze nur einmal ausführen und dann könnt ihr den Controller weglegen und euch komplett das ganze Spiel entspannen. Ihr müsst es nur einmal nach dem 1-0 machen und einmal nach der Halbzeitpause und das funktioniert Weltklasse. Teilt das Video unbedingt mit euren Freunden, um euren Freunden einige Nerven zu sparen. Ich finde den Glitch einfach nur überragend. Ihr geht bei Squad Battles in das Icon-Tausch-Thema rein. Es geht natürlich auch mit jedem anderen Squad Battles-Modus. Ihr müsst dann nicht unbedingt Icon-Tausch mitmachen, aber bietet sich aktuell natürlich perfekt an. Ich bin gerade dabei, die MLS-Aufgaben abzuschließen. Mir fehlen da noch ein paar Sachen. Generell empfehle ich euch, immer die oberen zwei Gegner hier auszuwählen, weil die richtig schlecht sind und da kann man dann auch easy direkt ein Tor schießen. Ihr seht hier mein Squad Battles Team, alles ganz entspannt. Ich werde es euch jetzt einfach mal live zeigen, wie ich das Ganze mache. Funktioniert einfach nur überragend und spart einem extrem viele Nerven, denn Squad Battles ist meiner Meinung nach einfach ein schlimmer Modus, da hat wirklich keiner Bock drauf. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal unbedingt, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ja, dann gehen wir rein. Jetzt heißt natürlich erstmal dem Gegner den Ball abnehmen und das 1:0 erzielen. Das ist natürlich immer eine nervige Sache, aber da muss man durch. Das Gute ist, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit direkt den Ball haben werden. Dadurch kann ich den Ball dann später direkt zum Keeper passen. Ihr werdet auf jeden Fall gleich sehen, was ich meine. Wir passen auf Pavon und der verkackt das Ding. Perfekt, wir sehen uns nach dem 1:0. Überragend. So, jetzt aber den Sweat mir rüber und erzielen das 1:0. So, was wir jetzt machen müssen, ist einfach den Ball so schnell es geht vom Gegner abzuluxen. Beziehungsweise es ist egal, wie lange ihr dafür braucht. Aber wichtig ist es meiner Meinung nach, dass die gegnerischen Stürmer nicht zu weit bei euch stehen. Und jetzt passt ihr den Ball zum Torhüter zurück, lauft ein paar Meter nach vorne, dreht euch um, tippt einmal passen an. Schießt dabei bitte kein Eigentor. Das war jetzt hier gerade schon eine enge Nummer. Und das war's schon. Mehr müsst ihr nicht machen. Es klappt bei mir in jedem Fall. Es kam bis jetzt kein einziges Mal vor, dass es nicht geklappt hat. Ganz wichtig, ihr müsst den Ball Richtung Tor spielen. Wenn der Torhüter mit dem Rücken zu den Stürmern steht, dann funktioniert das Ganze 100-mal besser, als wenn ihr den Pass irgendwie nach oben oder nach unten spielt. Das habe ich nämlich eben auch mal getestet. Das ging bei mir nicht so gut. Ganz wichtig ist einfach, dass ihr einfach passen antippt Richtung Tor und dann lasst ihr alles los. Nichts mehr danach drücken, Controller weglegen, auf dem zweiten Bildschirm Netflix öffnen, YouTube, whatever. Ihr könnt euch einen Kaffee machen, ihr könnt keine Ahnung was machen, ihr könnt meine Videos schauen und das soll es dann eigentlich auch schon von dem Video gewesen sein. Ich werde euch einen kleinen Zeitraffer hier einbauen, damit ihr seht, das Ganze funktioniert. Wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend definitiv noch zu meinen Weekend League Belohnungen wieder. Ich wollte heute einfach mal einen kleinen Double Upload rausballern, denn ich bin gerade noch dabei, meine ganzen Trippier Informs zu verkaufen. Vorher kann ich meine Foot Champions Rewards sowieso nicht öffnen und deswegen dachte ich, kann ich in der Zwischenzeit euch hier mal kurz den kleinen Glitch, ja, zeigen. Damit könnt ihr die Sachen ganz, ganz easy abschließen. Das spart euch natürlich keine Zeit, es geht dadurch nicht schneller, aber es spart euch definitiv Nerven. Und damit bin ich raus. Viel Spaß mit dem Zeitraffer. Macht's gut, haut rein und ciao.